Ja, wir sind heute dann in der 45. Woche draußen vor verschlossenen Türen, Politik im Jahr 2020 live. Wir stehen vor dem Gesundheitsausschuss, vor dem Lüdershaus. Wir wurden nicht reingelassen zur öffentlichen Anhörung. Auch die Presse, die uns gerade hier filmt, bekam kein Zutrittsrecht. Das heißt dann öffentliche Debattierung über Grundrechte. Beschämend, traurig, dass wir im Jahr 2020 allen Ernstes überhaupt darüber reden müssen. Also ich glaube, dass sich ja gerade in der Situation der Bearbeitung dieses Gesetzesentwurfs seit den letzten Monaten wirklich eine Menge getan hat und die eigentlichen Ziele des Gesetzes, nämlich die Qualität in der Pflege zu verbessern und auch Missbrauchssituationen zu vermeiden, die teile ich voll und ganz. Es gibt aber tatsächlich in dem jetzigen Gesetz immer noch schwierige Punkte aus meiner Sicht. Beispielsweise was das Selbstbestimmungsrecht von Menschen, die beatmet werden, betrifft, zu entscheiden, wo und mit wem sie leben. Und da muss noch verbessert. Mein Name ist Oliver Jünke. Ich bin an ALS erkrankt und 24 Stunden auf Beatmung und professionelle Pflege angewiesen. Doch nun will man mir meine Grundrechte rauben. Mein Zuhause, meine Pflege, meine Selbstbestimmung. Doch das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde für meine Rechte kämpfen. Man will uns zwangsweise in Einrichtungen unterbringen, weil unsere Pflege zu teuer ist. Doch das ist für mich kein Leben. Ich möchte selbst bestimmen, wie und wo ich lebe. Ja, das IPREG darf natürlich nicht so kommen, wie es geplant ist, weil das Wunsch- und Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen eine ganz große Priorität für uns von Bündnis 90 Die Grünen hat. Menschen müssen entscheiden dürfen, wo sie leben wollen, ob in der häuslichen Gemeinschaft alleine oder in einer Gruppe. Und dieses Recht darf ihnen niemand verwehren. Also in der Tat ist es so, wenn das Gesetz so jetzt durch den Bundestag und durch den Bundesrat ginge, dann hätten wir ein Problem, weil es nicht kompatibel wäre, aus meiner Sicht, also nicht vereinbar wäre mit der UN-Behindertenrechtskonvention, die ja die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile vor 11 Jahren ratifiziert hat und zu geltendem Recht gemacht hat. Und da ist der Artikel 19 ganz wichtig. Da steht nämlich drin, dass Menschen mit Behinderungen ein verbrieftes Recht haben, selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie leben. Aber ich glaube, dass Jens Spahn, ich erlebe ihn als Gesundheitsminister, lösungsorientiert ist. Und deswegen gehe ich auch davon aus und hoffe das sehr, dass wir da wirklich ein Gesetz kriegen, das kompatibel ist.